Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Warum Sie manche Dinge so viel kosten, weil Sie es anderen Menschen recht machen wollen und warum Sie gar nicht bei sich selber sind. Vorweg freue ich mich, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren. Dann kann ich es immer aktuell halten und wir können so in Kontakt bleiben. Und danke für all Ihre Feedbacks. Sie sind sehr wertvoll für mich und wir können da gemeinsam uns weiterentwickeln. Mir geht es ja wirklich um diese Community, die es auf YouTube eben immer mehr gibt, wo wir uns unterstützen können, auch gegenseitig. Ich lerne da auch von Ihnen. Wenn ich es anderen recht machen will, wenn ich mich verbiege und wenn ich mich besser darstelle, als ich eigentlich bin und alles tue, damit die anderen mich loben und gern haben, bin ich da nicht selber? Vielleicht sagen Sie ja, zum Teil schon, oder Sie sagen sogar ja, hundertprozentig, dann sind Sie schon ganz so verbogen worden, wie die anderen Sie haben wollen. Ja? Dann sind Sie ganz fremdbestimmt und gar nicht mehr selbstbestimmt. Ist die Frage, ob Sie das dann mögen, ja? ob Ihnen das gut tut und ob Ihnen das gefällt. Ja? Man kann natürlich auch so viel verdrängen oder so sich innerlich schönreden, dass man sich eben verbiegt, und wenn man sich verbiegt, hat man dann den Erfolg, den man will, macht dann die Karriere, die man machen will, oder hat dann den Partner, den man haben will, und ist nach außen eh zufrieden. Dann will ich auch gar nichts dagegen sagen, ja. Dann ist das eine Form, wo sie erfolgreich sind und die gut ist für sie, ja? Also wunderbar. Ich möchte jetzt ja auch nicht irgendwie wo reinpfuschen, wo sie zufrieden sind, ja. Ich möchte eher auf den Aspekt hinschauen, wo sie merken, warum muss ich mich dauernd verbiegen? Warum muss ich dauernd das tun, was die anderen wollen, obwohl ich es gar nicht tun will und bin gar nicht ich? Und gehen wir mal wirklich los von den Kindern und Jugendlichen. Ja? Die Eltern haben dauernd für die Kinder und Jugendlichen irgendwas an Tipps und Tricks, was sie sagen, tun, reden, handeln und sonst was machen sollen. Ja? Lern das und hilf mir da und komm hier hin und mach das und so. Also Kinder werden oft herumkommandiert von den Eltern. Und das nennen die Eltern dann Erziehung. Ja, ist eine Form der Erziehung, aber ist nicht hilfreich. Gut ist, wenn man in der Lage ist, als Eltern die Kinder so zu motivieren, dass sie verstehen, warum es jetzt wichtig ist, dass man seinen inneren Schweinehund überwinden soll und mithelfen soll, zum Beispiel im Haushalt. Ja. Weil sonst jetzt sieht man die Kinder zu Couch-Potatoes und wenn man gar nichts sagt und alles selber macht, und dann haben sie nachher dann den Vorwurf an die Eltern, sie haben ja nie gelernt, wie man kocht, sie haben ja nie gelernt, wie man aufräumt, sie haben ja nie gelernt, mich selber zu disziplinieren und zu strukturieren. Also da ist schon eine total wichtige Hilfe in der Kindheit und Jugend, dass ich lerne, mich zu motivieren und dass ich lerne, mich zu strukturieren und dass ich lerne, auch Dinge zu tun, die mir nicht unbedingt jetzt vordergründig Spaß machen, aber wo ich weiß, es ist notwendig, damit ich ein Ziel erreiche. Und dazu muss ich mal wissen, welches Ziel habe ich, kann ich mir überhaupt vorstellen, dass es gut ist, Matura oder Abitur zu machen, kann ich mir vorstellen, dass es gut ist, einen Job zu ergreifen, wo ich dann Freude habe dran und nicht einen sinnlosen Job mache und so. Also das heißt, das sind Werte, die ich Kindern und Jugendlichen als Erwachsener, als Elternteil oder als Erziehungsberechtigter vermittle, damit sie irgendwie innerlich auch merken, ja, dafür mag ich auch leben, dafür mag ich auch mich investieren und mich einbringen. Aber wenn ich nur anschaffe und mache das und mache das und ich habe gestern erst einen Vater beobachtet, das war das Musterbeispiel von schlechter Erziehung. Also wir waren wandern und neben mir ist ein Vater zufällig auch gegangen mit zwei Kindern und hat gesagt eben zum kleineren Kind, zieh jetzt deinen Pullover an. Ja? Und er hat gesagt, na, warum soll ich meinen Pullover anziehen? Mir ist nicht kalt und mein Bruder, der hat auch keinen Pullover an. Ja?
warum soll ich ihn Pullover anziehen? Und dann hat der Vater gesagt, weil ich das jetzt sage, also weil ich das jetzt sage. Und dann hat er gesagt, na wieso? Dann muss ja mein Bruder auch, also er auch den Pullover anziehen. Hat er gesagt, nein, der muss ihn nicht anziehen, weil der ist schon größer. Warum, hat er gesagt, richtig gefragt, nur weil der schon größer ist, warum muss er deshalb nicht den Pullover anziehen? Mir ist ja auch nicht kalt. Ja? Und dann hat er trotzdem noch einmal beharrt, der Vater, gesagt, du ziehst jetzt sofort den Pullover an, ansonsten kriegst du Watsch, ne? Und ich habe mir echt schon gedacht, soll ich da jetzt irgendwie eingreifen? Habe mir gedacht, das geht mir nichts an, ich bin nicht der Erziehungsberechtigte, aber so kann ich irgendwie nicht motivieren, ne? Der hat ja wirklich auch gut nachgefragt, warum soll er anziehen, wenn ihm nicht kalt ist, ja? Und wenn ihm kalt ist, ist er schon, der war so 7, 8 oder so. Wenn ihm kalt ist, er hat ihn umgehängt gehabt im Pullover beim Wandern, wird er ihn sich selber anziehen. Das kriegt er hin. Man kann vielleicht fragen, ist dir kalt? Und wenn er dann sagt, ja, dann kann ich sagen, naja, möchtest du nicht den Pullover anziehen? Du hast ihn eh umgehängt. Aber nur weil der Vater, der hat mich am Pullover angehabt, der Vater, ja, und offenbar hat er sich gedacht, dem muss auch kalt sein, dem Sohn, ja. Und so habe ich mir gedacht, ah, das ist wirklich ein Musterbeispiel, wie man es nicht machen soll. Weil so bin ich dann innerlich total frustriert als Kind und denke mir, sobald ich groß genug bin, ich ziehe meinen Pullover an, wann ich will. Ja, und ich lasse mich nicht von anderen fremd bestimmen. So gesehen hat der Vater eine gute Erziehungsaufgabe geleistet, weil er dem Sohn geholfen hat, durch Abgrenzung selbstbestimmter zu werden. Nur manche schaffen das nicht und manche grenzen sich dann ein Leben lang so massiv von allem ab, weil sie immer noch das Gefühl haben, sie haben eine Riesenangst, fremdbestimmt zu werden, und vor lauter Riesenangst, fremdbestimmt zu werden, sind sie dann nicht in der Lage, auch nur irgendwie zu akzeptieren, dass jemand anderer von mir was will, und ich kann das dann nicht gut nachvollziehen. Und das wäre jetzt der total wichtige Punkt, nachzuspüren, wo macht Sinn, sich fremdbestimmen zu lassen und darin einen Sinn zu sehen, wie beim Chef, weil ich den Arbeitsplatz behalten will und man mit dem jetzt nicht diskutieren kann, aber sobald ich kann, suche ich mir einen neuen Job. Ja? Oder wo macht Sinn, auch dem Chef oder auch dem Vater oder auch dem Partner oder was immer, auch zu sagen, ich will mich da jetzt nicht fremdbestimmen lassen, ich habe meine eigene Idee, ich möchte zum Beispiel beim Chef nach der Leistung bewertet werden, und wie der Weg hin ist, möge bitte meine Sache sein. Ich weiß, was Sie wollen als Ziel, geben Sie mir dafür, keine Ahnung, eine Woche Zeit, dann kann ich Ihnen das Ziel präsentieren. Aber ich möchte nicht, dass Sie mir 1, 2, 3, 5 Schritte vorgeben, die ich nicht für sinnvoll halte. Wenn das der Chef akzeptiert, gut. Wenn er sagt, nein, du musst die Schritte 1, 2, 3, 5 machen, dann bleibt mir nichts über, dann mache ich es halt, aber ich bin dann nachher bald einmal futsch, weil so kann ich nicht arbeiten. Das muss man halt spüren. Wenn ich jetzt genau weiß, was ich will, dann ist es gut, wenn ich das dann auch tue. Und wenn ich dieses Ziel, weil ich selber weiß, was ich spüre und weil ich das mit Sicherheit erkennen kann, weil ich selbstbestimmt denken gelernt habe und fühlen gelernt habe, dass ich es auch tue. Wenn ich das aber nicht kann, wenn ich mich ständig von anderen manipulieren lasse, wenn ich nicht Nein sagen kann, weil ich Angst habe, die anderen sind dann böse auf mich, wenn ich dauernd spüre, innerlich, ich tue da und Dinge, die ich nicht tun will, aber ich muss ja tun, weil sonst da schaffe ich mein Leben nicht oder bin ich nicht so beliebt oder sonst was, dann ist es ein anderer Punkt nochmal, wenn ich erwachsen bin. Da geht es dann wirklich darum, innerlich nachzuspüren, was will ich eigentlich, ja? Das ist auch schon gut, wenn ich es als Kind spüre. Wenn ich es als Kind verlernt habe, weil meine Eltern das quasi ausgetrieben haben, ist es gut, wenn ich es als Erwachsener wieder lerne, und sei es mit therapeutischer Hilfe, dass ich wieder ins Spüren komme, ja, was ist denn eigentlich jetzt wirklich meins? Warum mag ich was und warum mag ich was nicht? Wenn ich sage, boah, das ist so schwierig, ich weiß überhaupt nicht, was ich mag, ich habe alle meine Empfindungen verloren, ja, dann bitte langsam wieder spüren lernen. Basistätigkeiten, Alltagstätigkeiten wieder in Angriff nehmen und die wieder spüren lernen. Die wieder für sich bewerten lernen. Ist das angenehm oder nicht? Mag ich das oder nicht? Möchte ich in diese Richtung gehen oder nicht? Und wenn ich es allein gar nicht schaffe, ja, dann mit einem Fachmann, Fachfrau, einfach therapeutisch abzustimmen, wie ist denn das eigentlich? Wie bewerte ich denn das? Kannst du, Therapeut, mir ein bisschen helfen zur Bewertung, oder jemand, der berät? Ja?
wenn ich merke, der Therapeut oder der Berater berät mich in eine komische Richtung und manipuliert mich schon wieder, nix wie weg von dem Therapeuten, ja, also oder von dem Berater. Der mich dann auch spiegelt, der muss mir helfen, dass ich mich selber spüren lerne. Nicht, dass er seine Ideen mir aufdrückt. Der darf schon mal sagen, wie wäre es mit dem, ja? Wie wäre es, wenn Sie jetzt sich entscheiden, zu kochen oder zusammenzuräumen oder dieses Projekt anzugehen oder jenes. Ja, dann kann ich sagen, na, das aus den Gründen wahrscheinlich nicht und dazu habe ich keine Lust und dazu habe ich noch am ehesten Lust. Okay, dann nehme ich halt das Projekt 3. Aber das, was gar nicht geht, ist, wenn der sagt, machen Sie Projekt 3, das hilft Ihnen, ja, dann wissen Sie, das ist kein guter Therapeut, kein guter Berater. Es braucht unbedingt diese Offenheit, dass ich selber spüren lerne, was mag ich und was mag ich nicht. Ja? Und wenn ich dauernd Angst habe, dass ich, wenn ich Nein sage, nicht geliebt werde, dann bitte probieren Sie es aus, dass Sie mal Nein sagen, bei jemand, wo es egal ist, wo Sie sagen, von dem will ich eh nicht unbedingt geliebt werden, und dann merken Sie, der liebt mich trotzdem noch, also der akzeptiert mich trotzdem noch immer so wie vorher. Nur weil ich einmal Nein gesagt habe, bin ich jetzt deshalb nicht für immer unten durch. Wenn ich für immer bei dem Typen unten durch bin, weil ich einmal Nein gesagt habe, dann sind Sie froh, dass Sie von dem weg sind. Ja? Bei dem brauchen Sie nicht. Ja? Also das kann es auch nicht sein, dass wenn Sie einmal jetzt da auch einmal selber eine Meinung haben, sofort also Sanktionen zu erwarten sind und Liebesentzug und Strafen und Kündigungsandrohungen oder sonst was. Also, ja, danke, ja, nichts wie weg hier. Ja. Da ist gut, wenn Sie das einmal gewagt haben. Ja. Letzter Punkt noch, warum fällt mir das so schwer, Nein zu sagen? Warum habe ich so Angst? Weil ich eine riesen Sehnsucht habe, geliebt zu werden. Ja. Und dieses Geliebtwerden heißt, fälschlich, wenn ich Ja sage, wenn ich alles das tue, was der andere will, dann muss er mich doch lieben. Stimmt leider nicht. Stimmt fix nicht, weil der glaubt, dass er von mir alles abverlangen kann, ohne dass er was geben muss. Liebe ist geben und nehmen. Und wenn mich der wirklich liebt, dann gibt er was und nimmt er was. Ja? Dann nimmt er mich so an, wie ich bin und macht mich nicht so, wie er mich oder sie mich haben will. Also deshalb, Nein sagen gehört zu einer Beziehung ganz wesentlich dazu und ich erkenne sogar die Liebe vom anderen darin, dass er mein Nein akzeptiert. Deshalb bitte trauen Sie sich mal vorsichtig Nein zu sagen, dann lauter Nein zu sagen und dann ganz deutlich Nein zu sagen. Dann werden Sie merken, hey, der liebt mich immer noch, alles gut, endlich kann ich auf mich auch einmal schauen. Ich muss nicht dauernd beim anderen ängstlich sein, dass ich geliebt und geachtet bin. Alles Gute und Sie schaffen das. Nein sagen ist lernbar.